Turmspringer-Elite aufgepasst, jetzt kommen die Stars von morgen. Mit mehrfachen Salti und Schrauben stürzen sich die Talente bei den deutschen Hallenmeisterschaften der A- und B-Jugend in der Berliner Schwimm- und Sprunghalle an der Landsberger Allee ins Wasser. Mette Fee Morche, für die es schon die dritten deutschen Hallenmeisterschaften waren, konnte weiter am Schwierigkeitsgrad in ihrer Wettkampfserie zulegen. Mit vielen neuen und technisch sauberen Sprüngen überzeugen und den Wettkampf als deutsche Vizemeisterin ihrer Altersklasse vollenden. Also es war eine große Überraschung, weil ich nicht damit gerechnet habe, weil Turm so meine Wackeldisziplin war, weil ich jetzt auch einen neuen Sprung drin hatte. Deswegen bin ich sehr glücklich drüber. Adrenalin, Akrobatik und volle Konzentration. Nach den Sprüngen von Lena Schneider vom SV Halle brodelten die Glücksgefühle heraus. Sie zeigte vollen Wettkampfgeist. Ihr Erfolg kann sich wirklich sehen lassen. Lena ist deutsche Meisterin im Turmspringen. Keiner kam an diesem Wochenende an ihr vorbei. Ich bin sehr stolz auf mich. Ich habe die Sprünge gut gemeistert, die ich kann. Und auf die anderen, die haben es auch sehr gut gemacht. Wohl fühlen sich alle, wenn es für sie aus großer Höhe für ein paar Sekunden in einen freien Fall geht und das Eintauchen perfekt gelingt. Auch Berlins große Medaillenhoffnung für die Zukunft, Lotti Hubert, geht das so. Den größten Erfolg in ihrer noch jungen Karriere feierte die mehrfache deutsche Meisterin mit dem Gewinn der Goldmedaille vom 3-Meter-Brett bei den Jugend-Europameisterschaften in Russland im vergangenen Jahr. Auch an diesem Wochenende schlug wieder ihre große Stunde. Deutsche Meisterin im Kunstspringen in der A-Jugend. Mit ihrem tollen Ergebnis kommt sie ihrem Ziel definitiv ein Stückchen näher. Auf jeden Fall zur JTM zu kommen und wenn JTM klappt, JWM schaffen. Dann mal gucken, was das Jahr so bringt. Wir sind schon sehr gespannt, wen wir von den Stars von morgen beim internationalen Jugendmeeting in Dresden und beim 8-Nationen-Länderkampf in Genf vor die Linse kriegen.